Leute, letztens war ich mal wieder auf TikTok unterwegs und was war das Erste, was mir da angezeigt wurde? Rick, angeblich soll sich ja das Gehirn zurückentwickeln, wenn man ständig irgendwelche TikToks sich ansieht. Wie siehst denn du das? Uga, bunga, bunga, uga, uga. Uga, bunga, 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 uga, bunga. Warum habe ich mit dem nochmal einen gemeinsamen Podcast? Uga, bunga, bunga. Ja, Leute, wir müssen der Realität ins Auge sehen. Lange YouTube-Videos, Livestreams oder Netflix ist scheinbar nur noch was für Boomer. Die heutige Jugend ballert sich nur noch 12-sekündige YouTube-Shorts oder halt eben TikToks. Uga, bunga, 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 uga. Ich meine, gebt euch nur mal die Aufrufe von meinen Instagram-Reels. 600.000, so viel hätte ich gerne mal auf meinem Hauptvideo. 1 Million Klicks, da muss ich 4 Videos für hochladen. Also wird es mal wieder Zeit für TikTok versus YouTube Shorts. Auf welcher Plattform bekommt man die besseren Kurzvideos? Ihr habt mir von beiden super viel zugeschickt, was ziemlich gut ist, denn mein TikTok-Algorithmus hält mich immer noch für einen notgeilen Sack. Leute, ich bin wirklich nicht so einer. Der Song war schon so voreingestellt. Was für eine Pisse muss ich mir hier gerade anhören? Okay, das hier ist der Punktestand und jedes Mal, wenn ich irgendwo cringen muss, wie zum Beispiel jetzt hier bei YouTube Shorts. Schon irgendwie cringe. Ich bin heute nicht alleine. Darf ich die Katze sein? Ja. Komm her, ey. Mau. You used to call me on my cell. Oh, ich mach nur den Bart. Ja. Ey, Gnu, warum? Dann bekommt eben YouTube Shorts einen Strafpunkt und wenn das Ganze bei TikTok passiert. Vollkommen in Ordnung. Eigentlich wollte Bowser die gar nicht heiraten. Der wollte nur mal kurz drüber rutschen. Die Lanze versenken. Mit dem Kolben poppen. Ja, Digga, kurz sagt, der wollte die einfach nur pick. Digga, man kann sie ja nicht mal verübeln. Schaut ihr euch doch nur mal an. Ein Prachtexemplar. Dann bekommt eben auch TikTok einen Strafpunkt. Und welche Plattform eben am Ende am wenigsten Punkte hat, die hat halt eben dann gewonnen. Okay, hat auch jeder die Idee des Videos verstanden? Nee, eigentlich nicht. Kannst du das nochmal erklären? Gut, dann können wir ja loslegen. Hallo! TikTok versus YouTube Shorts. Los geht's! Leute, ich freue mich voll. Endlich ist es soweit. Exakt heute kamen die neuen Liberty 4 NC von Soundcore raus. Wer mich schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich komplett hinter den Produkten von Soundcore stehe. Also zum Beispiel die Motion Boom Plus fand ich mega nice. Mit den Space Q zum Beispiel schneide ich ja nach wie vor jedes Video und auch die Liberty Air Pro 2 habe ich jetzt schon seit, ich glaube, mindestens 2 Jahre nutze ich die jetzt schon. Also kann man ganz klar sagen, ich bin einfach ein riesen Fanboy von dem Hersteller. Doch mit den Liberty 4 NC bringt Soundcore nach meiner Meinung ihr bestes Produkt raus. Allein das Ladecase trifft genau meinen Geschmack. Ich finde, es ist vom Design wirklich richtig gut gelungen. Voll geladen kannst du damit deine Kopfhörer ganze 5-mal auf 100% vollladen. Die Kopfhörer selbst halten darin per Magnet sehr gut, also einfach so, wie man es von Soundcore nicht anders kennt. Und wie immer werden auch sehr viele verschiedene Aufsätze mitgeliefert, dass man einfach den perfekten Tragekomfort hat. Die Kopfhörer selbst haben eine Akkuleistung von 10 Stunden mit einer Schnellladefunktion. Das genau genommen sind 10 Minuten im Case laden, 4 Stunden Hörzeit. Und ohne Scheiß, die Geräuschunterdrückung ist sowas von insane gut, weil zum allerersten Mal passt sich diese nicht nur der Umgebung an, sondern auch eben der Ohrform. Also es heißt zwar, dass die Umgebungsgeräusche bis zu 98,5% ausgeblendet werden, aber ich kann nur sagen, beim Testen, ich habe nichts anderes als Musik gehört. Es sind ganze 6 Mikrofone in den Kopfhörern verbaut, die sogar KI-algorithmisch funktionieren. Also ja, man kann mit denen einwandfrei telefonieren. Und dank Bluetooth 5.3 ist die Verbindung immer stabil, also das Handy kann locker auch in einem anderen Raum liegen, die Kopfhörer funktionieren. Und nachdem ihr all das gehört habt, gebt euch mal diesen Preis. Also no joke, ich kenne Hersteller, die würden das Doppelte locker verlangen. Also, falls du neue Bluetooth-Kopfhörer brauchst, die Liberty NC4 von Soundcore sind meine ganz klare Empfehlung. Also klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung und mit diesem Code bekommst du sogar nochmal 20 € Rabatt, also ich pin's auch in den Kommentaren nochmal an, check das aus. Okidoki. Okay, legen wir los. Bevor jetzt einer sagt, hey, kann man nicht einfach TikTok und YouTube Short gleichermaßen konsumieren? Nein, das geht tatsächlich nicht, denn beide Plattformen sind miteinander verfeindet. Weiß nicht genau, in welche Kategorie das soll. I'm a certain. Okay, perhaps a board is a certain. I think Bo is literally a certain. POV, der normalste YouTube-Short-Nutzer? Also, seht ihr, TikToker hassen YouTube-Shorts. Skandal! Achso, und 2-2-1, by the way. Da stimmt doch was nicht. Moment mal. Wenn ein 1/2 Meter bis zu den Schienbeinen geht, wie groß ist denn die dann? 6,50 Meter? Hurra! Und die Tochter soll 2,50 Meter groß sein? Ey, laber doch kein Scheiß! Wiu, wiu. Hier ist die Logik, Polizei. Sie werden festgenommen. Aber sonst war ja das Video nicht unbedingt cringe, oder? Oh, die Ameise hat mich gebissen. Die Ameise hat mich gebissen. Was zum Fick? Wer hat da das Crack geraucht? Dieser Junge macht mir Angst. Wie viele Frauen hast du bis jetzt schon geklärt?
Ach, unzählbar, keine Ahnung. Alter, was? Was würdest du beim ersten Date mit dir machen? Also erstmal was essen gehen, danach Shisha-Bar, okay, und ein bisschen so Night Drive und so. Zahlst du oder sie? Ich zahle natürlich. Digga, du bist doch keine 12 Jahre alt. Was steht denn auf den Schlüppern drauf, die du angeblich ausziehst, Bibi Blocksberg? Immer diese komischen Mixgetränke. 151. Jägermeister. Sambuca. Watch closely. Und die Scheiße kriegt auch noch Aufmerksamkeit. Okay, TikTok, es ist definitiv cringe, wenn man seinen Alkoholkonsum einfach so öffentlich im Internet teilt. Das musst du gerade sagen. Morgens, mittags, abends. Mein Name ist Thomas Meyer und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, das war auf einem Hardstyle-Festival, Mann. Niemand kann von einem verlangen, dass man so eine Musik nüchtern aushält. Aber na gut, dann bleibt's halt 3 zu 2. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eine Biene getrunken. Steckt's da noch drin? Ja. Das ist sehr wehtun. Das hat weh. Oh mein Gott, es wird immer dicker. Ich find's gar nicht lustig. Ich verstehe das nicht. Warum lachten die, wenn sie Schmerzen hat? Ich meine, au. Das ergibt doch gar keinen Sinn, Mann! Meine Lieblings-TikTokerin. Lieblings-TikTokerin, da bin ich mal gespannt. Fräulein, hast du schon wieder von meinem Mineralwasser getrunken? Nein, habe ich nicht. Schmeckt das lecker? Sorry, dann habe ich das wohl selbst leer getrunken. Herrlich. Okay, tut mir leid. Ey, mach doch einen Cut! Hey, Alter! Ja. Findest du nicht auch? Ich hab da noch gar nicht. Ja, red du zuerst weiter. Ja, was ist? Jetzt? Findest du nicht auch, dass das TikTok voll gut geschnitten ist? Ja, schon. Ich auch. Aber hey, es sieht so aus, als würde dieses Mal tatsächlich TikTok verlieren. Eigentlich ist jedes Video von diesem Kanal einfach nur cringe und unnötig. Dieses Mädchen liegt in der Nähe von einem Fluss und genießt die Sonne. Dann kommt eine Mücke vorbei und setzt sich auf ihre Hand. Sie sticht in den Arm vom Mädchen und saugt ihr Blut aus. Dann fliegt die Mücke weiter und genießt die schöne Natur. Ein seltsames, alienartiges Wesen sitzt zufällig in der Nähe und beobachtet das lokale Tierleben. Die Mücke landet auf dem Alien und füttert es mit einem Tropfen Blut. Das Alien absorbiert das Blut und setzt eine biochemische Reaktion im Körper frei. Langsam nimmt es die Form von einem menschlichen Embryo an. Dann stößt es einen sehr lauten Schrei aus, das bis zu einer Entfernung von 200 Kilometern gehört werden kann. Der Lärm weckt das Mädchen aus dem Schlaf. Genervt zieht sie ihre Kleidung an und geht weg. Hä? Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Okay, dann ist es halt wieder unentschieden, mir ist es eh scheißegal. Ich bleib sowieso bei klassischen YouTube-Videos, davon bekommt man mich nicht weg. Und jedes Mal, wenn einer von euch meinen Kanal abonniert, bekomme ich instant einen harten. Denn nur dadurch sinkt mein Abo-Counter zu den 500.000 Abonnenten. Ey Leute, ich will endlich ein Abonnenten-Special hochladen, Mann. Ich wünsche dir ein saugeiles Wochenende. Dein CEO! Ah, hi, Plankton's Mom. Ja, cool, dass du dich meldest. Hey, yeah, yeah. I say, what's going on?